stehe hier mit Michael Markel und mit Horst Schuller, die eben den Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis bekommen haben. Sie beide kennen sich schon sehr lange, haben einen gemeinsamen Lebensweg auch. Deswegen würde ich jetzt vielleicht das Interview mit Ihnen beiden zusammen machen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Was hat Ihnen diese Auszeichnung bedeutet? Es waren ja viele Gratulanten da. Es riss jetzt auch nicht ab mit dem Gratulieren. Es war eine Anerkennung meiner Arbeit. Und diese Anerkennung, die hätte man sich gern auch in früheren Zeiten gewünscht. Aber die Zeiten waren nicht danach. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich bei dieser Gelegenheit, sozusagen Schulgefährten aus meiner Lehrerzeit wieder getroffen zu haben. Also Mädchen, Jungs, die bei mir in die Schule gegangen sind, sich noch erinnern, welche Stunden wir gehalten haben. Das war mir ein Beweis, wenn das noch nötig sein muss in diesem Alter, dass man also in der Erinnerung der Schüler bleibt. Mit guten, mit vielleicht weniger guten Begegnungen. Mir waren sie alle schön und lieb. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Zeit war nicht immer da. Sie haben beide, glaube ich, auch in den kommunistischen Zeiten unter einem Berufsverbot gelitten. Habe ich das richtig verstanden? Also Berufsverbot drohte bloß. Es gab aber andere Mittel der Schikane und der Verunsicherung. Und da hat es schon gut getan zu wissen, man hat im Rücken auch Freunde und nicht nur Spione. Man hat sich überwacht gefühlt. Man sprach ja schließlich öffentlich und sprach für junge Leute. Und ich habe versucht, es so zu tun, dass die jungen Leute das Richtige verstehen. Und die Mithörer, die haben gerätselt, wie meine Akte zeigt. Sie haben beide Ihre Akten eingesehen? Ja, das war möglich und es war mir auch wichtig, das zu sehen. Es gibt ja ganz verschiedene Erlebnisse dabei, zum Teil auch überraschende. Da findet man also Aussagen, die harmlos, positiv fast ausfallen. Und im Nachhinein muss man sich bedanken bei denen, die die Chance nicht zur Denunziation genutzt haben. Ich habe keine Überraschungen gehabt bei der Einsicht. Ich habe das erwartet, was da war. Nichts Wesen, kein einziger Freund unter den Spitzeln. Und das war mir das Wichtigste. Nichts Wesentliches, wirklich Wesentliches über mich berichtet. Man kann damit leben. Okay. Werden Sie jetzt als Germanisten weiterarbeiten? Oder sind Sie gerade noch aktiv in der Arbeit? Also aktiv, das Wort müsste man genauer umreißen. Offiziell aktiv eigentlich nicht. Ich kann es mir also leisten, auch nichts zu tun. Aber natürlich gibt es Gelegenheiten, es gibt Jährungen, wo man gefordert wird. Und man macht dann das, was in den Kräften machbar ist. Aber Sie haben sich noch nicht komplett zur Ruhe gesetzt. Es ist natürlich vermessen, mit 80 noch Pläne zu schmieden. Ich arbeite gegenwärtig ich gehe fachlich fremd. Ich arbeite an einer Grammatik von Deutsch-Weißkirch, einer Mundart-Grammatik. Auf Siebenbürgisch-Sächsisch dann? Ja. Ich arbeite an einem anderen Sammelwerk und ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen soll, ob es nicht unbescheiden ist, denn die Fertigstellung wird noch lange auf sich warten lassen und wird noch viel Arbeit für mich oder für jemanden, der das weiterführt, machen. Es handelt sich um ein Lexikon der Übersetzer rumänischer Literatur ins Deutsche. Und da ist es ein großes, weites Feld, das man beackern kann und ich wünsche mir noch ein bisschen Zeit, um das zu tun. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden das vorhin angesprochen hatte. Das sind ja einige Übersetzer. Es sind an die 800, die es so in, wie soll ich sagen, nicht offiziellen, sondern in eher privaten Zählungen gibt. Und da sind ja auch einige, die sehr viel übersetzen
unter diesen Namen, andere, die zufällig übersetzen. Aber auf alle Fälle ist es eine schöpferische Beschäftigung und eine Wertung dieser Arbeit, die steht eben vor uns. Was haben Sie jetzt heute Abend noch vor? Hier? Mit der Familie ein wenig feiern. Und es sind so viele Gratulanten hier, ehemalige Studenten. Ich habe mich sehr gefreut über Ihre Anwesenheit. Und ich werde Sie noch draußen treffen. Da bin ich mir sicher. Ja, also ich kann auch nur sagen, ich will mich freuen heute Abend. Sehr schön, Sie bleiben also beide noch da. Ja, sehr schön. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Preis und ich bin gespannt auf die Erscheinungen. Schönen Dank. Dankeschön. Danke.